Hallo Freunde, willkommen zum ersten Quickie mit Ingmar. Wenn man bei einem Turbinenjet den Smoke zu früh einschaltet, also sprich die Turbine noch gar nicht wirklich auf Drehzahl ist, dann sammelt sich unter Umständen im Schubrohr flüssiges Smokeöl. Wenn man dann ordentlich Gas gibt, dann entzündet sich das. Das ist nicht wirklich gut und deshalb möchte ich euch heute zeigen, wie man den Smoke-Schalter mit der Turbinendrehzahl verheiraten kann, sodass der Smoke nur angeht, wenn die Turbine tatsächlich, sagen wir mal, 60.000 Umdrehungen überschritten hat. So, wie machen wir das? Als erstes brauchen wir dazu natürlich Live-Telemetriedaten. Das heißt, wir gehen in... Wo steckt das? Telemetriegeber. Legen uns einen Telemetriegeber an. Geben dem Kind einen Namen. Zum Beispiel Smoke. Ups. So. Schalten ihn aktiv. Wählen unseren Sensor aus. In meinem Fall ist das ein V-Speak Telemetrieadapter. Und der liefert mir hier die Drehzahl. Genau das brauche ich. Der Gebertyp unseres Telemetriegebers ist Switch, also sprich ein Schalter. Das ist auch ganz gut so, denn mich interessiert nicht der wirkliche Drehzahlwert der Turbine, sondern nur, ist er unter einer Schwelle oder ist er über dieser Schwelle. Und genau um diese Schwelle geht es jetzt. Der Zustand zum Auswerten der Schwelle ist x größer irgendwas. X ist immer der Wert, der gerade live von der Turbine geliefert wird. Und wenn dieser Wert größer als der Wert ist, den wir jetzt einstellen, dann soll dieser Schalter auf aktiv gehen. Ups, so 60.000 hat sich als ganz gut herausgestellt. Was noch wichtig ist, hier unten steht bei Standard minus 50%. Das ist ganz interessant, weil er nimmt dann immer die minus 50%, was bei einem Schalter übrigens immer aus ist. Also ist gar nicht wichtig, dass da minus 50 steht, Hauptsache es steht was mit Minus. Dann ist auch unser Smoke-Schalter deaktiviert, wenn das Modell gar nicht an ist. Also jetzt zum Beispiel, weil es hängt gerade kein Modell an diesem Sender dran. So, Telemetriegeber ist korrekt eingestellt. Das reicht so schon, wie das hier steht. Dann brauchen wir als nächstes einen logischen Schalter, denn wir wollen ja den Telemetriegeber mit unserem realen Smoke-Schalter logisch verknüpfen. Logischer Schalter, L2. Auch den nennen wir ganz einfach Smoke. So, da hat sich das E versteckt. Smoke. Und aktivieren ihn. Geber 1 soll unser Smoke-Schalter sein. Das ist bei mir hier der SH. Ich weiß nicht, ob der serienmäßig auch 3 Stufen hat. Bei mir hat er jedenfalls 3. Der kommt hier hin, schaltet und tut. Wichtig ist, dass hier hinter dem Schalter das kleine Wort Lin steht, wie linear. Sonst funktioniert das nicht, denn wir wollen, da es sich erstens um einen 3-Stufen-Schalter handelt, wie will man einen 3-Stufen-Schalter mit einer logischen Verknüpfung mit einem 2-stufigen Telemetriegeber verheiraten? Das funktioniert nicht. Da muss Lin stehen, dann funktioniert es so, wie wir uns das vorstellen. Zu weit. Bei Geber 2. Geber 2 ist unser Telemetriegeber. Wo stecken sie? Da unten stecken sie. Smoke. Okay. Jetzt haben wir also, Geber 1 ist unser Schalter, Geber 2 ist unser Telemetriegeber. Jetzt braucht es natürlich noch eine Verknüpfung. Und für unseren Zweck brauchen wir dort und, also and. Was passiert? Schalten wir doch mal. Wenn ich hier am Schalter schalte, sehen wir ganz eindeutig, SH schaltet, so wie das sein soll. Hier unten, das ist der Ausgangswert aus unserem logischen Schalter, da passiert nichts. Das liegt daran, weil der MX1, also unser Telemetriegeber, sagt, die Turbine läuft zu langsam. Um das jetzt testen zu können und auch weiter einrichten zu können, drehen wir jetzt erst einmal diesen Schalter um. Das heißt, ich gehe hier rein und drücke schlicht auf Reverse. So, jetzt tun wir so, oder wir spielen unserem logischen Schalter vor, die Turbine wäre schneller als 60.000 Umdrehung. Wenn ich jetzt schalte, beachten hier unten den Ausgangswert,
ändert sich der sehr wohl. Er folgt jetzt einwandfrei unserem Schalter. So, dann schauen wir die erste Hälfte der Miete. Jetzt gehen wir hier raus und gehen in die Funktions- und Geberzuordnung. Denn wir brauchen ja noch eine Funktion namens Smoke. Legen wir uns eine neue an. Es wird langsam langweilig, aber auch die nenne ich Smoke. So. Fertsch. Wo ist sie? Da oben ist sie. Und die bekommt jetzt als Schalter nicht etwa unseren Smoke-Schalter, sondern unseren logischen Schalter. Und zwar den logischen Schalter Smoke. Wer hätte es gedacht? Okay, jetzt müssen wir den noch auf einen Servoausgang zuweisen. Ah, da ist schon einer. Ha, guck einer an. Dann können wir den da auch lassen. So, jetzt gucken wir mal in den Servomonitor rein, was denn da so passiert. Wie gesagt, geht um Ausgang 13 und der folgt ganz brav unserem Schalter. Vorne ist bei mir bei allen Modellen Smoke aus. In der Mitte bei den Propellerflugzeugen meistens so ein bisschen reduzierte Smoke-Menge. Das benutze ich so vor Flugtagen oder bei mir auf zu Hause auf dem Platz, um nicht so viel von dem Smoke-Öl zu verbraten und mein Modell nicht so fürchterlich dreckig zu machen. Und für Flugtage nehme ich dann die volle Pulle, damit es dann auch ordentlich qualmt. So, ja, was ist denn jetzt, wenn die Smoke-Pumpe nicht bei minus 100, was wir jetzt haben, aus ist, sondern wie das zum Beispiel bei Powerbox-Pumpen der Fall ist. Die ist nämlich in der Mitte aus, also bei 0%. Da kommen wir jetzt hin. Wir gehen unter, hoppala, unter Feineinstellung in die Funktionskurven. Smoke-Funktionskurve. Dann gehen wir rein. Die steht im Augenblick auf Standard. Die ändern wir ab auf 3 Punkt. Jetzt können wir die einzelnen Punkte verschieben. Der Punkt hier vorne ist aktiv, wenn mein Schalter vorne ist. Der Punkt in der Mitte ist aktiv, wenn der Schalter in der Mitte ist. Und der Punkt da oben ist aktiv, wenn der Schalter hinten ist. So, vorne, hatte ich gesagt, will ich meine Smoke-Pumpe aushaben. Das ist bei Powerbox 0%. Deswegen drehe ich den Punkt einfach mal auf 0%. Der mittlere Punkt entspricht ja Schalter Mitte. Da hätte ich gerne bei meinem Jet diese Intervallfunktion. Die Smoke-Pumpen von Powerbox Systems haben im Minusbereich, also von 0 bis minus 100, eine Intervallfunktion. Bei minus 100 ist das Intervall genau 50-50, also halb an, halb aus. Das finde ich ganz gut. Also drehe ich mir den mittleren Punkt auf minus 100%. Das wäre Intervall mit 50-50%. Und in der ganz hintersten Stufe, da möchte ich, dass die Smoke-Pumpe permanent läuft, aber nicht unbedingt auf 100%, das vergeudet unnötig Smoke-Öl. Ich drehe mal so auf 50% runter, das hat bei der Powerbox-Smoke-Pumpe schon genug, das ist diese Jet-Smoke-Pumpe, die fördert da schon genug Smoke. Klar, könnte mehr sein, für Flugtage kann man es ja hochdrehen, aber für die normale Anwendung langt das allemal. So, dann haben wir unsere Kurve. Jetzt gehen wir nochmal zurück in den Servomonitor und schauen, was jetzt passiert. Es geht immer noch um Kanal 13. Mein Schalter ist vorne. Er gibt 0% aus. Heißt bei Powerbox-Pumpe aus. Eine Stufe nach hinten. Das soll Intervallbetrieb sein. Kanal 13 auf minus 100 ist Intervallbetrieb. Und ganz nach hinten soll Dauerfeuer mit 50% sein. Also macht jetzt unser Schalter genau das, was er soll. Was wir jetzt noch prüfen müssen, ist, geht denn der Schalter auch wirklich aus, wenn unsere Turbine unter 60.000 ist? Wir gehen zurück zu den logischen Schaltern. Wo haben die sich versteckt? Habe ich das gerade übersehen? Hä? Ja, da ist er doch. Ja, wer lesen kann, ist eindeutig im Vorteil. Gehen da rein. Und da hatten wir ja unseren Telemetriegeber invertiert, damit wir testen können. Also sprich, der sagt uns jetzt, Turbine ist über 60.000 Umdrehung. Das müssen wir noch wieder zurückdrehen, weil sonst ist das nachher falsch rum. Ich nehme also das Reverse wieder raus, gehe auf OK. Der zeigt mir jetzt das X.
So ist es auch richtig, so können wir fliegen. Gehe wieder in den Servomonitor. Kanal 13 zeigt uns 0%, Pumpe ist aus. Wenn ich hier schalte, immer noch 0% und wenn ich da schalte, immer noch 0%. Also abhängig von dem Ergebnis des Telemetriegebers hat er uns jetzt den Schalter deaktiviert. Der ist jetzt deaktiviert, auch wenn kein Modell angebunden ist. Er ist deaktiviert mit gebundenem Modell, wenn die Turbine aus ist oder die Turbine unter 60.000 Umdrehungen ist. Und er geht an, wenn die Turbine über 60.000 Umdrehungen ist. Das ist extrem praktisch. Ich kann zum Beispiel, wenn der Jet auf der Startbahn schon steht, in der Startposition, schon den Smoke voll anmachen. Kommt nichts raus, kann sich nichts entzünden, kann dann schlagartig Gas geben. Der Jet beschleunigt und sobald die Turbine 60.000 Umdrehungen überschreitet, geht der Smoke an. Geile Sache, funktioniert super. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, bitte fleißig teilen das Video. Abonnieren ist auch nicht schlecht, freue ich mich auch tierisch drüber. Und ansonsten freut es mich und bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Quickie mit Ingmar.